Ja, da haben sie doch gerade so ein Asylheim abgefackelt. Im Osten, ich glaube, das ist sogar derselbe Ort, wo auch der Bürgermeister zurückgetreten ist oder sowas. Also. Und da war jetzt, ich krieg's nicht so richtig jetzt mit. Aber ich glaube, da war so die Idee, dass sie jetzt praktisch dann so die Einwohner wollen dann praktisch so selber zu Hause die Asylbewerber aufnehmen. Und dass sie es so verteilen wollen, das ist ja eigentlich irgendwie was eine schöne Idee. Und ich mag ja überhaupt nicht diese Demonstration immer, wenn sie dann irgendwie so, ah, oh, jetzt gehen wir auf die Straße und dann demonstrieren wir für den Frieden und bla. Und weil es ist so eine Verschwendung an, ich meine, wenn man die Arbeitskraft und die Zeit, wenn man die alle da und dann könnte man mit der Zeit doch was viel, viel Produktiveres und Schöneres und dadurch würde was entstehen und das würde viel mehr als. Aber das sind ja halt wieder diese Spielzeugmenschen, die immer nur haben wollen und Versager, ne? Versager quälen so lange, bis sie bekommen, das bekommen, was sie haben wollen. Und dann gehen sie halt irgendwie zu Tausenden auf die Straße und demonstrieren für Solidarität und so, aber eigentlich hat das irgendwie, naja, keinen Wert. Das ist wieder so diese Haltung, so, und dass man halt so die Politiker und so, die sollen es irgendwie für, sollen alles machen und damit die das dann so machen, wie wir es wollen, müssen wir halt jetzt demonstrieren. Und das ist, naja, alles doof. Deswegen war eigentlich die Idee ganz, fand ich ganz hübsch, dass das, also ist ja nicht wirklich neu oder sowas, aber dass wirklich jetzt so eben sie nicht irgendwie mit Kerzen rumlaufen, sondern wirklich jetzt dann sagen, okay, wir machen. Aber man muss natürlich auch gleich sagen, wird dir wahrscheinlich auch nicht funktionieren oder so. Ich meine, wenn jetzt, sage ich mal, dann 30 Familien oder so in dem Dorf irgendwie, das, ich meine, die kriegen dann halt Molotow-Cocktail nachts durch die Scheibe geworfen oder wenn sie Hunde haben, dann werfen sie halt Rattengift irgendwie in den Garten. Also das sind ja nicht irgendwelche bösen Nazis, die dann eingereist sind, sondern das war ja auch so Interviews, so irgendwie, dass die da wirklich ziemlich schamlos irgendwie dann alte, so die Leute auch sagen, na ja, das ist schon zwar schade, weil jetzt irgendwie mit Steuergeldern das wieder neu aufgebaut wird, aber das ist das, also ach, da kommen irgendwelche komischen E-Mails. Ich habe das Handy normalerweise nachts ausgestellt. Nie aufwärmen, die kalte Außenluft, und würde dadurch Feuchtigkeit aufnehmen, sodass der Keller dann immer schön trocken wäre. Ja. Wäre eigentlich so, weißt du, so der Holzofen 1000 Euro, die Wärmepumpe 1000 Euro. Ja, und da so, also könnte man schon relativ einfach so ein sehr, sehr billiges, effektives, ein ganzes Haushalt. Ja, aber dann ging es natürlich erst richtig los. Da habe ich mir gedacht, okay, so 30, 40 Asylbewerber in so einem Haus, ja, die da versorgt werden müssen und. Dann, ich mag das halt nicht, wenn die so als Ghetto und keinen Kontakt und dann fiel mir ein, also wenn sie eh schon mit Kantine und so versorgt, dann könnte man doch eigentlich auch so 5 Plätze frei halten für so Jugendherberge. Also das immer so Fahrradreisen, die können da im Prinzip dann kostenlos übernachten. Ja, fürs Essen müssen sie vielleicht ein bisschen zahlen oder so, oder vielleicht auch sowas, aber wirklich deutlich günstiger als die Jugendherbergen. Und die sind ja inzwischen auch schon ziemlich teuer. Ja, und dann hätte man schon wieder so dieses, dann freuen sich auf einmal so die ganzen Radreisenden und so die so ein bisschen irgendwie ökologisch und so, die freuen sich über die ganzen Asylheime überall, weil sie da so ein bisschen, und es hat ja auch dieses Internationale, ich war ja auch mal so in der Jugendherberge, nach der Bundeswehr habe ich so eine Radtour gemacht. Und das war an einem Abend, das war irgendwie sehr interessant, da war so ein Australier und Amerikaner und ich glaube noch jemand. Und die haben irgendwie alle zusammen so geredet und die haben dann irgendwie Adressen ausgetauscht. Und ich war dann ganz traurig, dass sie irgendwie überhaupt nicht auf die Idee gekommen sind, auch meine Adresse zu nehmen. Aber ich war halt der Deutsche in Deutschland, ich war halt nicht interessant. Ja. Aber jetzt, wie gesagt, ich finde halt, gerade eben, weißt du, so, und es wäre eben auch wirklich dann so. So diese Asylheime, die sollten wirklich dann irgendwie kunterbunt sein. Also nicht irgendwie 20 aus Äthiopien, sondern halt immer nur so ein oder zwei aus einem Land, damit wirklich die ganze Welt so in einem Haus vertreten ist. Ja? Dazu dann eben dieses
immer 5, 6 freie Plätze für Jugendherberge. Und dann fiel mir ein, ich meine, wenn jetzt praktisch da so wenn wir praktisch da mit dem Fahrrad da zwischen diesen Asylheimen hin und her fahren, reisen, dann können die das doch auch. Ja, da kommt schon wieder mein kleines Elektrofahrrad, Auto. Aber jetzt ganz einfach, so wirklich so im Prinzip so die es auch auf den Inseln gibt, einfach so vorne eine Lenkerstange, im Prinzip 2 Fahrräder nebeneinander, ein bisschen verschraubt, ja, oben ein Dach drauf, da kommen dann noch 3 Solarmodule. Das soll auch so richtig so ein bisschen schwer sein, dass man da auch wirklich zu zweit fahren muss, ja. Und hinten könnte man noch so eine Bank machen, wo nochmal 2 drauf sitzen können, also bis zu 4 Leute. Ja. Und dann 10% aller Asylbewerber, die fahren immer ständig praktisch in Deutschland praktisch von einem, die kreisen immer von einem zum anderen. Das hört sich jetzt so viel an, aber das heißt im Prinzip, weißt du, einen Tag fahren, 9 Tage dann in der Stadt praktisch irgendwie bleiben und da so die Stadt und die Leute da kennenlernen. Und dann muss man auch wieder da neue Leute treffen, weil man muss ja auch dann wieder zu viert weiterfahren, ja, sodass sich das dann auch immer ein bisschen mischt. Ja. Und wenn die jetzt schon so ein spezielles irgendwie Fahrrad, ja, dann das können die ja im Prinzip dann auch selber bauen. Also das würde bestimmt irgendwie von Bosch oder von Siemens, die würden vielleicht so einen kleinen Elektromotor und dran, das ist schon so die Technik, würde praktisch so irgendwie aus deutschen Fabriken irgendwie dann hergestellt, aber die würden sie so zusammenbauen. Und wenn sie halt 9 Tage in einer Stadt sind, dann würden sie da auch immer praktisch für die städtischen, für Bauhof und Kläranlage und Schreinerei und Rathaus, da fahren die auch immer so Kurierdienst. Ja, sodass sie da auch wirklich so eine Aufgabe hätten, würden sie immer sie haben wirklich so ein kunterbuntes, rotes, irgendwie so ein Mobil. Und die könnten auch wir könnten die auch kaufen, also wenn wir das unterstützen, dann könnten wir auch so ein Gefährt kaufen und das praktisch auch normale Bürger da mit dem Ding rumfahren würden. Ja, oh nee, jetzt kann ich natürlich noch viel schlechter einschlafen, wenn ich dir das alles erzählt habe. Ja, und wenn die dann, die Asylbewerber dann wieder nach Afrika oder irgendwo zurückgehen, ja, dann würden die da halt auch Fabriken dann aufmachen und würden das dann da auch verkaufen. Und dann würden sie auch noch in Kontakt bleiben mit uns, weil sie eben durch, wenn so Neuerungen, Innovation, neues Getriebe und so, das ist dann so ein Verteilernetz, ja. Da würde praktisch wirklich aus Deutschland, würde dann in die ganze Welt, würde so ein Solar, also schon, ne, so 25 km/h oder später mal 45 km/h, ja, für 4 Personen mit einem 500 Watt Solarmodul obendrauf, ja, in der dritten Welt, das wäre der Renner, ja. Und deswegen natürlich ist immer noch das Asylverfahren, also sie müssten halt trotzdem das normale Asylverfahren durch. Also es ist nicht so, dass die dann irgendwie hier alle herkommen wollen und dann hier irgendwie Urlaub machen wollen. Ja, also das wollen sie ja im Prinzip vielleicht jetzt eh schon, aber dafür gibt es ja dieses Prüfungsverfahren, das wäre also immer noch. Ja. Ja, und das Ganze kann man natürlich in der DDR nicht machen. Weil wenn sie da irgendwie dann rumfahren, dann würden sie unterwegs irgendwie von irgendwelchen Arschlöchern irgendwie mit der braunen Scheiße im Kopf, würden sie ja dann erschlagen und ja. Aber das könnte man halt wirklich so provokativ so in Süddeutschland nur machen. Ja, also Bayern sowieso. Aber ich glaube so Baden-Württemberg drüben, ja, also alles so, weißt du, Frankreich, Schweiz, Österreich. Also so, was da so. So, solche anderen Länder so irgendwie als Nachbarn hat die so. Also Süddeutschland ist, glaube ich, irgendwie schon von der Geografie her toleranter, ja. Und es werden ja laufend Bahnhöfe verkauft und die großen Bahnhöfe in den Städten, die haben auch Leerstand, ja. Also da kann man sofort so ein Netz von, sag ich mal, irgendwie ja, so 1000 Gebäuden mit 30 Einwohnern, 30.000 Asylbewerber. Davon fahren immer 3000 Asylbewerber irgendwie fröhlich irgendwie durch Deutschland und machen so, ja, und, ja, ist doch wunderbar. Könnte man jetzt gleich so eine Petition machen, das erzählen und dann könnte man bei Indiegogo eine Kampagne machen, ja, um halt wirklich, das wäre dann gleich ein Serienprodukt. Ja, also ich meine, wenn da
immer 3000 Leute rumfahren und jedes hat 4000 Leute, vier Leute, dann sind es 750 von den Fahrrädern, ja, von den Dingern. Und dann braucht man nochmal, sag ich mal, 1000 Stück an jedem Standort, ja, für die Kurierdienste. Dann sind wir schon bei 2000 und 1000 kann man gleich privat verkaufen, dann haben wir gleich 3000 Stück. Ja. Also da hat man gleich irgendwie das Volumen, um wirklich irgendwie so ein Ding kostengünstig zu bauen. Ja, das würde bestimmt, sage ich mal, irgendwie von Bosch oder von Siemens und so würde das irgendwie unterstützt werden mit halt dem, mit der Technik. Und, ja. Ich meine, das ist natürlich schon wieder, weißt du, die Politiker, ja, die würden natürlich sofort nur alle Gänge in Bewegung setzen und nachdenken, warum das nicht geht. Ja, weil die sind ja die Politiker und sie haben da oben irgendwie, sie machen die Gesetze und die Bürger sind ja nur dafür da, irgendwie mit Kerzen irgendwie dann auf der Straße zu demonstrieren. Und dass praktisch die Bürger praktisch selber irgendwie das Asylproblem mit einem Mal lösen, indem sie halt wirklich die ganze Welt irgendwie so kunterbunt vermischt und integriert, ja. Und das darf natürlich nicht sein, ja. Aber es gibt ja, weiß ich, die Grünen noch oder so, also die könnten da schon so ein bisschen mitziehen und weiß ich nicht, die Linke würde vielleicht auch mitziehen, ja. Da können sie sich ein bisschen von den Rechtsradikalen so ein bisschen distanzieren und so. Ja, also, wie gesagt, in meiner Welt, da würde ich jetzt so ein Video machen, ja, und dann hier mit meinem Bahnhof würde ich anfangen. Und ich könnte ja schon noch ein paar andere Bahnhöfe kaufen, ja. Und wäre ja dann eine gute Geldanlage und so mit so einem Luft- und Wärmepumpenheizsystem könnte man irgendwie mit extrem schnell, ja, gerade jetzt so eben so Asylbewerber, die brauchen ja nicht so wie bei Mietwohnungen in jedem Raum eine Küche und ein Bad oder so. Also da könnte man wirklich etagenweise so ein Dusch, ja. Da gibt es eine Etage für Frauen, eine Etage für Männer und gibt es halt in einer Etage wirklich so einen Duschraum mit 5 Duschen und einen WC-Raum mit ein paar WCs und ja, das kann man wirklich dann, sag ich mal, ruckzuck. Und die Asylbewerber, die brauchen jetzt auch nicht so den super Luxus-Lebensstandard, da würden wirklich hier so, weißt du, einfach die ganzen leeren Räume hier, ein paar Etagenbetten reinstellen und fertig, ja. Unten kann man im Warteraum, kommt eine Kantine, ja, und da kann man, ach ja, das mit der Kantine war eben auch so, dass die dann hier so die ganze Welt, so afrikanische Küche und so, und ich meine, die dürfen selber nicht kochen, aber die 50 Leute müssen ja eh ernährt werden, also da muss man ja eh so Essen auf Rädern und dann irgendwie Kantine und das dann hinbringen und da könnte man dann schon praktisch so mit Rezepten machen, die halt dann von den Asylbewerbern irgendwie kommen, ja. Und die können schon so als Küchengehilfe dann praktisch da mitarbeiten und so. Ja, ist doch ein super schönes Konzept. Ja, dass man irgendwie weggeht von diesen, neben der Polizei da irgendwie, diese zweistöckigen Wohnbaracken da, ja. Und da vorne dann immer 1000 Fahrräder, mit denen sie dann irgendwie da und. Das hatte immer so den Eindruck, wirklich so, weißt du, direkt neben der Polizei, ja, weil damit sie da immer gleich die Razzia machen können oder damit sie eben auch gleich irgendwie bewachen können und dass da niemand rein und raus und so ist es. Ja, und da jetzt im Gegensatz so wirklich irgendwie so ein Haus der offenen Tür, so ein internationales Haus, wo nicht nur Asylbewerber drin sind, sondern wo auch wirklich so die jungen Leute da praktisch für ganz wenig Geld praktisch übernachten können und dann da auch halt irgendwie mit in der Kantine irgendwie wirklich mit Leuten aus der ganzen Welt praktisch. Das ist wirklich so toll, das müsste ich eigentlich. Wenigstens so ein YouTube-Video machen, wo ich so plappere. Aber es bringt ja nichts. Okay, jetzt bin ich ziemlich erschöpft, aber schlafen kann ich wahrscheinlich trotzdem.